im Namen der Deutsch-Japanischen Gesellschaften Bonn und München recht herzlich zu dem Vortrag von Frau Professor Imai aus Yokohama begrüßen, die einen sehr spannenden Vortrag über die Stadtentwicklung von Tokio berichtet. Und glaubt, das ist das, ja, der Beginn Tokios, ne? Und dann vielleicht kriegen wir auch noch mal einen zweiten Vortrag, dann so die endgültige oder die spätere Entwicklung von Tokio. Und da freuen wir uns schon recht herzlich drauf. Bedanken möchte ich mich auch noch bei der Frau Gantner-Richter, der Vorsitzenden der DJG Bonn, die maßgeblich mit Herrn Dr. Schön, unserem Präsidenten, am Zustandekommen dieses Vortrags beteiligt war. Recht herzlichen Dank. Frau Professor Imai, vielen herzlichen Dank und bitte fangen Sie mit Danke. dem Vortrag an. Vielen Dank. Erstmal vielen Dank für die Einladung und dass das klappt. Und wenn das ist, dann können wir anfangen. Gut, also in diesem Vortrag soll es Tokio zwischen Edo und Meiji gehen, und zwar genau um die Jahre so Ende Tokio bis 1923. Also hier wird das Erdbeben um 1923 großes Thema spielen. Und natürlich ist so, man könnte jetzt da dann im zweiten Teil theoretisch weiter debattieren, wie sich Tokio dann weiterentwickelt hat. Aber der Hauptfokus liegt wirklich auf dem Ende von Tokio und dem Meiji-Jahren und dann auch Taisho. Und es ist eine Mischung aus doch Lebensalltag, akademischen Errungenschaften aus meinen Publikationen und einfach, ich denke, einer guten Mischung aus Geschichte und so Details, die vielleicht noch nicht bekannt sind. Wenn Sie Fragen haben, dann bitte ich Sie, diese am Ende des Vortrags zu stellen. Und ich versuche, auf Fragen einzugehen und hoffe, dass die Begriffe, soweit sie in den Slides nicht erklärbar sind, zumindest verstanden werden können. Kurz zu meinem Hintergrund. Normalerweise halte ich sehr selten Vorträge in Deutsch. Also wenn Fehler auftreten, dann bitte ich, diese zu entschuldigen. Okay, fangen wir an. Tokio zwischen Edo und Meiji. Tokio ist erst seit 1868 die eigentliche Hauptstadt. Aber wie wurde sie zur Hauptstadt? Und wie hat sich diese Stadt, die ursprünglich Edo hieß, eigentlich entwickelt? Wir wissen, zumindest ich denke, dass die meisten wissen, dass über viele hunderte Jahre sich die Hauptstädte Japans, wenn man soweit man von einem Land sprechen kann, natürlich verändert haben. Aber Kyoto und auch Kansai sind eigentlich die Wiege des Landes. Das hat sich grundsätzlich verändert mit mit der Entscheidung, die Hauptstadt gen Osten zu verlegen. Aber warum beleuchten wir eigentlich die Stadt, Ursprünge? Und dazu möchte ich kurz auf eine Publikation hinweisen, die heißt Earth Diver, ein japanisches Buch. Und in diesem Buch wurden die heutigen Tokio-Karten mit der Topografie Tokios in der Jongon-Zeit verglichen. Also wirklich sehr lange her. Die verschiedenen Karten zeigen, wie Tokio allmählich seine wahre Identität entwickelt hat. Dieses Buch ist natürlich sehr speziell, aber ich muss sagen, es hat mir damals 2006, als ich es also kurz nach der Veröffentlichung gesehen habe und gelesen habe, die Augen geöffnet. Was ist denn von Edo und auch von Meiji heutzutage noch zu sehen? Welche Spuren sind sichtbar? Diese Frage soll am Ende natürlich auch teilweise beantwortet werden. Aber wer sich dafür interessiert, sollte unbedingt dieses Buch gelesen haben. Kurz zum Ablauf heute. Ich werde Edo Tokio, Meiji Tokio kurz einführen für die Leute, oder für die Zuhörer, die nicht unbedingt wissen, was Meiji, Taisho und Showa heißt. Hier kurz angegeben: Meiji ungefähr 1868 bis 1912, Taisho 1912 bis 1926. Und das fällt genauso gerade am Ende von Taisho, fand das Erdbeben 1923 statt. Dann geht es zur allgemeinen Entwicklung der Stadt. Dort werde ich auf verschiedene Aspekte eingehen. Dann speziell auf die Edo-Nachbarschaft, worüber ich auch ein Buch publiziert habe, zumindest Kapitel 2, behandelt dieses Thema, die Meiji-Nachbarschaft. Dann einen kurzen Ausblick und ein Schlusswort. Zur kurzen Einführung. Tokio war ursprünglich als Edo bekannt, eine kleine Burgstadt, die von Shogun Tokugawa Ieyasu zu seiner Militärbasis um 1490 und zur feudalen Regierung um 1603 gemacht wurde. Während der Edo-Zeit wurde Edo zu einer der größten Städte der Welt, zu einem kulturellen Zentrum.
in dem eine wachsende Mittelschicht einen lebendigen, urbanen Lebensstil genoss. 1868 flog der Meiji-Kaiser hier im Bild von Kyoto nach Edo und machte sie zur Hauptstadt und benannte Edo in Tokio um, was ursprünglich auch heißt Hauptstadt des Ostens. Aber wie war es möglich, dass ein kleiner Ort, ein kleines Fischerdorf im 16. Jahrhundert zu dieser großen Stadt, der neuen Hauptstadt, heranwachsen konnte? Mit der Gründung von Edo ließen sich nur einige hundert Menschen in der Stadt nieder. Aber bereits um 1609 war die Bevölkerung auf 150.000 gewachsen. Und um 1634 lebten in der Stadt schon 400.000 Einwohner. Neue Kanäle und Brücken wurden gebaut und das ehemalige kleine Fischerdorf begann sich auszudehnen. Bereits 1634 wurden 70% der Fläche von Edo von Samurai und Vierteln für Städter, sogenannte Shonin, eingenommen. Die neue Regierung führte aber 1868 natürlich verschiedene westliche Technologien ein, um die Hauptstadt auch an den neuen Standort anzupassen. Die Infrastruktur wurde auf der Grundlage einer Revisionsverordnung entwickelt. Ich werde darauf kurz in der allgemeinen Entwicklung eingehen. Doch das Edo-Skelett war nach wie vor erhalten und wurde auch genutzt. Zum Hintergrund dieses Vortrags möchte ich ein paar wichtige Begriffe einführen. Das ist einmal der Begriff Yamanote. Ich denke, viele von Ihnen wissen, was das heißt, aber zur allgemeinen Verständnis heißt Yamanote die Bergseite. Auch die Hand oder die Fingerspitzen der Berge. Bezieht sich auf die Anhöhen im Westen und Norden. In diesem Bereich wird die Stadtstruktur dadurch bestimmt, dass Straßen entlang der Höhen bzw. der Täler angelenkt wurden und man die verschiedenen Nachbarschaften über sogenannte Sakamichis, Hangwege, erreichen kann. Die Ebene zum Meer hin wird oft als Stamachi bezeichnet, als sogenannte Unterstadt, nicht als Downtown, aber Unterstadt trifft es vielleicht am besten. Unterstadt ist wörtlich zu nehmen, die flachen Gebiete zum Meer hin wurden zwar hauptsächlich von Städtern, Shōnin bewohnt, aber natürlich gab es auch verschiedene Daimyo-Residenzen. Auf der anderen Seite im Yamanote-Gebiet waren entlang der Straßen und Engtäler Arbeiter und Handwerker angesiedelt, die für die Arbeiten der Daimyo zuständig waren. Viele der Menschen lebten in sogenannten Nagaya. Das ist eine Art Reihenhaus, das typisch für die Edo-Zeit ist. Nagaya war ein langer Wohnkomplex unter demselben Kamm, ein oder zwei Stockwerke hoch und in kleine Abteile geteilt, die zur Miete standen. Dort wurden sich Brunnen, Toilette und Abfallentsorgung geteilt. Jeder Haushalt hatte nur eine Küche. Diese wurde später auch geteilt, weil mehr und mehr Bewohner in diese Gebiete zogen. Eines der größten Probleme und als Begriff, denke ich, sehr wichtig, ist Feuer. Im sogenannten Meregi-Feuer starben ungefähr 100.000 Menschen. Bald begannen die Menschen, die Stadt auf Grundlage von neuen Baugesetzen wieder aufzubauen. Und die Brandbekämpfung und der Brandschutz waren ein großer Bestandteil der Nachbarschaftsarbeit. Es sollte ein besserer Schutz gewährleistet werden, denn die Stadt sollte nie wieder so herunterbrennen. Wir wissen, dass das leider nicht immer klappte, aber Brandschutz wurde in Edo vorbildlich betrieben. Später erkläre ich auch dazu noch etwas. Und die 1 Million Einwohner ist natürlich auch ein guter Stichpunkt. Um 1720 hatte die Stadt schon mehr als 1 Million Einwohner. Edo entwickelte sich weiter und Tokio wurde wirklich zum großen Zentrum, nicht nur kulturell und wirtschaftlich, sondern auch bevölkerungsmäßig. Kurz auch nochmal dazu, dass die Klassenstruktur sich auch verändert hat. Vom feudalen System und einer ganz streng geordneten Zugehörigkeit zu einer Klasse, zum Beispiel den Handwerkern oder den Bauern. Das änderte sich in Meiji. Auch darauf werde ich kurz nochmal eingehen. Etwas zur allgemeinen Entwicklung, was ganz wichtig ist, denn die Stadt hat sich gerade in dieser Zeit besonders verändert. Mit dem steigenden Reichtum und der Einfluss der Kaufleute, die sich in Tokio ansiedeln, entstehen soziale Spannungen zwischen diesen verschiedenen Schichten. Das heißt, die sogenannte Samurai-Klasse verlor ihre Macht und die junge und neue Meiji-Regierung wollte diese Unterschiede zwischen den Klassen beenden, um eine sogenannte Einheit herzustellen. Sie reduzierten die ehemals höheren Ränge der Samurai und setzten außerdem die städtische Unterteilung der Menschen außer Kraft. Sie sagten sich, Menschen können sich jetzt jederzeit dort ansiedeln, wo sie das können.
Die sind nicht mehr auf nur bestimmte Nachbarschaften angewiesen. In Ede durften nur bestimmte Nachbarschaften zusammenleben, basierend oft auf ihrem Job. Kaufleute und Handwerker zusammen, Leute, die Reis verkauften und so weiter. Andere Probleme natürlich wie wiederkehrende Brände, Erdbeben und Krankheiten, Epidemien sorgten aber auch dafür, dass es dort auch wiederum oft zu Krisen kam. Und es wurde teilweise so eng in der Stadt, dass neue Zukunftsvisionen gefragt waren. Es gab auch zu kämpfen mit den verbleibenden Samurai, doch der junge Meiji-Kaiser hatte eine Vision für diese Stadt und er wollte sie nach den westlichen Aspekten verändern. Wir werden am Ende darauf eingehen, ob ihm das gelungen ist oder nicht oder zu welchem Preis. Die allgemeinen politischen Veränderungen folgten große gesellschaftliche. Viele der Bürger und Diener der Samurai zogen es daher vor, in ihre alten Provinzen zurückzukehren, da sie Schwierigkeiten hatten, sich selbst zu ernähren. Und dies führte zu einem kurzzeitigen Bevölkerungsrückgang. Doch mit dem steigenden Einfluss und der Umbenennung von Edo in Tokio zog auch eine steigende Zahl von Menschen und auch Ausländern, die ab dann sich vor allen Dingen erst in Yokohama, aber auch später in Tokio niederließen, in die Stadt. Holzvillen wurden durch westliche Gebäude aus Stein und Ziegel ersetzt, um die Stadt sicherer zu machen. Auch dies gelang nur teilweise. Während der Meiji-Zeit wuchs die Bevölkerung weiter an. Mehr und mehr Menschen zogen nach Tokio auf der Suche nach Arbeit und begannen, wenn sie es sich leisten konnten, moderne, verbraucherorientierte Lebensstile zu führen. Doch das große Erdbeben zerstörte große Teile der Stadt und am stärksten betroffen waren oft die Armen. Die schlecht gebauten Holzhäuser machten es noch schwieriger, die Stadt wieder aufzubauen. Und viele litten an Hunger und Obdachlosigkeit über viele Jahre hinweg. Ja, ein kurzer Einblick, wie die Stadt gewachsen ist, von Edo zu Meiji und Taisho. Wir wissen natürlich, dass sie weitergewachsen ist danach und in den 50ern explodiert ist, aber das soll heute kein Thema sein. Kurz auch zu den Großereignissen dieser Zeit. Natürlich das größte Ereignis um 1868, die Umbenennung von Edo in Tokio. Dazu kam dann noch die Eisenbahneinführung 1872, dann eine große Cholera-Epidemie, Pandemie, was ganz gut in unsere Zeit passt, um 1882, dann die Verkündung von verschiedenen Veränderungen und vielleicht noch erwähnenswert um 1914 die Eröffnung des Yokohama, Tokio-Bahnhofs. Wie wir kurz gelernt haben, hat sich Tokugawa Ieyasu in dieser Bucht niedergelassen, in der Tokio-Bucht, und hat Edo zu seinem Hauptsitz gemacht. Dort hat er Edo als eine Burgstadt angelegt und in dieser Zeit haben sich viele Gefolgsleute an den Hängen der Yamanote-Seite angesiedelt. Vor allen Dingen natürlich um das Schloss herum, um die Burg herum. Da Brunnen schon bald nicht mehr ausreichten, wurde in der Edo-Zeit von landeinwärts gelegenen Inokashira-See über 20 Kilometer Wasser herbeigeführt über einen Kanal. Von dort wurde es mit Hilfe einer Brücke über den Sotobori geführt und erreichte Kanda. Und Kanda Josei ist sehr bekannt, dass eigentlich man bis heute sagen kann, die Geschichte dieser Wasserversorgung ist bis heute sichtbar. Eine Straßenbrücke in Suidobashi erinnert auch noch daran. Die Feuer, die ich kurz erwähnt hatte schon am Anfang, hatten folgende Maßnahmen als Folge. Die Residenzen der Gosanke, die sogenannten drei Nebenlinien des Haupthauses im Tokugawa-Shogunat, erhielten Gelände außerhalb des äußeren Grabens. Also wenn Sie den inneren Graben kennen und den äußeren Graben, das sehen Sie auch auf dem Bild hier oben rechts, dann gab es mehr und mehr Gebiete außerhalb dieses festgesetzten Gebietes, was vorher besiedelt werden konnte. Alle Daimyo legen Nebenresidenzen an. Und das Shogunat stellte eine Berufsfeuerwehr ein, damit es die Brände wirklich bekämpfen konnte. Interessant ist auch noch die Landnutzung in der Edo-Zeit. Der Schweradel, hier ist ein Fehler, Entschuldigung, besaß 69% des Landes. Tempel und Schreine besaßen 15%. Die Shōnin bevölkerten die restlichen 16%. Auf dem sich 500.000 Menschen zusammendrängten. Da kann man sich nur mal vorstellen, diese Dichte ist natürlich nicht nur heute, sondern die war schon damals so. Mit der Meiji-Einführung
veränderten natürlich neue Technologien auch den Stadtraum. Der erste Bahnabschnitt wurde eröffnet zwischen Shimbashi und Yokohama im Jahre 1872. Die Reisezeit wurde stark reduziert und bereits im Jahre 1904 hat die Elektrifizierung der Eisenbahn rasante Fortschritte gemacht. Das Eisenbahnnetz wurde weiter verbessert und ausgebaut und entlang dieser Eisenbahnstrecken wurden mehr und mehr Gebiete besiedelt und die Urbanisierung breitete sich weiter aus. Die Ginza-Stadt ist dafür auch bekannt und das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, wie sich die Stadt verändert hat. Man dachte, in der westlichen Bauweise könnte man die Stadt sicherer machen. Doch die Backsteingebäude konnten auch dem schweren Erdbeben nicht standhalten und waren sehr zerstört danach. Aber damals dachte man zumindest, als das Feuer 1872 diese einmalige Chance eröffnete, das Gebiet im westlichen Stil aufzubauen, man könnte den Besatzungsmächten zeigen, dass man hier also ein ebenbürtiger Partner wäre, um zu zeigen, dass es also nicht nur sozusagen auf die westlichen Bevölkerung gewartet hat, sondern selber dem etwas entgegensetzen kann. Interessanterweise kam es dann auch relativ schnell zu einer Veränderung der Transportmittel. Von Rikschas und Pferdekutschen, die sich die Meiji-Zeit mit sich brachte, wurden dann um 1838 Pferdebahnen eingeführt und bald darauf Straßenbahnen und Eisenbahnen. Am Ende der Meiji-Periode war die Bewohnerzahl auf 2,2 Millionen gewachsen. Und man kann das ganz gut im Bild hier unten sehen, dass mehr und mehr Menschen sich auch außerhalb des engen Stadtkerns ansiedelten, besonders entlang der Eisenbahnlinien, die gebaut wurden. Natürlich gab es auch aus dem Westen kommende Architekten, die sich in Tokio ansiedeln. Einer dieser war Josiah Kondo, der 1871 anfing, an dem Institut für Ingenieurwissenschaften zu unterrichten. Und die ersten vier Studenten, die 1879 ihren Abschluss machten, versuchten auch Tokio in diesem Sinne zu verändern. Interessant ist dabei zum Beispiel auch die moderne Wasserversorgung. Die Wasserversorgung in der frühen Meiji-Zeit wurde natürlich von der Edo-Zeit übernommen. Doch schon bald merkte man, dass dies nicht ausreichte und viele Kanäle wurden angelegt, viele Flüsse wurden zugeschüttet, um natürlich die Wasserversorgung zu ermöglichen. In der Taisho-Zeit, um 1990 ungefähr, kam ein sogenanntes neues Stadtplanungsgesetz und Stadtbaugesetz. Infolgedessen expandierte das Stadtgebiet weiter. Und die Stadt Tokio wurde ursprünglich als Burgstadt erbaut, war dadurch schon sehr dominiert von engen Straßen und man hoffte, durch ein neues Modell diese Enge zu erweitern. Doch der rasche Bevölkerungswachstum und die Eingliederung von insgesamt 82 Städten und Dörfern wurde ein Problem. Das Modell konnte schon bald die Anforderungen der Zeit nicht mehr erfüllen. 1923 das Erdbeben zerstörte natürlich große Teile der Stadt und vor allen Dingen die Holzhäuser. Schlimm ist auch zu erwähnen, dass in einem Militärdepot in Honjo ungefähr 300.000 Menschen vor dem Feuerschutz suchten, dieses dann aber abbrannte und alle Menschen getötet wurden. Zu den Wiederaufbaumaßnahmen gehörten breite Straßen und neue Brücken, Parks und bessere Infrastruktur. Man wollte verhindern, dass sich diese Tragödie wiederholt. Man wollte verhindern, dass wieder ein großer Gürtel an Holzhäusern gebaut wird. Aber das konnte man leider nicht ganz verhindern. Und wir wissen, dass bis heute die Holzhäuser oder Holzhausviertel ein großes Problem darstellen. Doch wir sehen hier ganz gut, dass wenn man es sich leisten konnte, dass viele Leute es auch vorzugen, vor allen Dingen im Westen von Tokio zu wohnen. Entlang der Bahnen, die sich dann gen Westen entwickelten, wohnten vor allen Dingen Büroangestellte, die es sich leisten konnten. Und natürlich suchten auch die Bahnbetreiber mehr Fahrgäste für ihre Eisenbahnen. Die Stadt wuchs in den 20er und 30er Jahren auf 6,8 Millionen. Das war die allgemeine Einführung. Und jetzt versuche ich,
auf die Edo-Nachbarschaft, die Meiji-Nachbarschaft einzugehen. Denn es ist, glaube ich, ganz interessant zu sagen, das ist die allgemeine Entwicklung, doch wie war es genau zwischen den Menschen? Wie war das zwischenmenschliche Verhältnis der Menschen? Wie war der Lebensalltag? Durch welche Probleme waren sie geprägt? Und welche neuen, innovativen Ideen hatten sie? Kurz dazu, die Edo-Gesellschaft wurde von strengen Gepflogenheiten regiert, um einen stabilen Zusammenhang zu gewährleisten. Es gab eine strenge Gesellschaftsordnung, das hatte ich ja kurz am Anfang erwähnt. Und interessant ist hier, das sieht man, glaube ich, ans hier oben ist der Kaiser, dann der Shogun, dann die Daimyo, die die Befehle des Shoguns oft umsetzen, dann die Samurai und dann die Handwerker und dann die Kaufleute. Das hat sich jedoch verändert. Interessanterweise ist auch noch ganz unten zu sehen, dass die Hemin, die Bauern, natürlich auch eine Klasse darstellen. In der Edo-Zeit gab es aber jedoch, das wird oft vergessen, natürlich auch die Ausgestoßenen, die Hinin, was nicht menschlich bedeutet, und die Eta, was unrein bedeutet. Hinin waren Bettler, die in bestimmten Stadtteilen lebten, und Eta waren Menschen, deren Beruf daran bestand, oft tote Tiere zu verarbeiten und diese Produkte weiter zu verkaufen. Oftmals waren sie auch in kriminelle Geschäfte verwickelt, aber die Diskriminierung dieser Menschen hielt auch nach dem Ende der Edo-Zeit an. Und diese Diskriminierung zu beseitigen, wurde 1922 der sogenannte National Level Society gegründet. Und ich will jetzt nicht mehr darauf einnehmen, aber dieses Hinin-Eta-System als unterste Klasse ist bis heute ein großes Problem, weil viele Menschen immer noch geächtet werden. Erwähnenswert ist auch noch die Edo-Gesellschaft in Bezug auf unser sogenanntes Recycling-System. Der Alltag in der japanischen Edo-Zeit wird heute als Recycling-Gesellschaft, sogenannte Motainai-Gesellschaft, bezeichnet. Sie haben aber natürlich nicht nur recycelt und Müll reduziert. Es war die gesamte Mentalität, Dinge zu schätzen und alles vollständig zu verbrauchen. Ich glaube, dieses Thema ist heute auch wieder en vogue, denn wir haben natürlich das große Problem des Klimawandels. Und man sollte, glaube ich, auch in dieser Hinsicht zumindest schauen, wie haben denn Menschen in dieser Zeit gelebt? Ein Beispiel ist zum Beispiel der Besenverkäufer. Alte Besenstränge wurden zusammengetragen und verkauft. Es ist nicht bekannt, ob viele alte Besen nachgefragt wurden, aber alte Stränge wurden in neue Besen, mit neuen Besen gemischt, um sie zu verstärken. Also man hatte aus jedem Produkt verschiedene neue Produkte kreiert. Und da gibt es noch ungefähr 20 verschiedene Berufsklassen und Gruppen, die sich ums Recycling bemüht haben. Doch mit dem zunehmenden Verstädterung und dem zunehmenden Konsum begannen Städte natürlich auch zu gedeihen. Leute wollten sich dem Westlichen zuteilen und fingen an, natürlich auch im westlichen Lebensstil zu leben. Handwerker und Kaufleute bildeten eine neue städtische Klasse, die mehr und mehr über Einkommen verfügte. Diese Bürger, zu denen auch Handwerker gehörten, versammelten sich in verschiedenen Teilen der Stadt mit zunehmendem Wohlstand, was den Einfluss der vorherrschenden Samurai-Klasse natürlich stark unter Druck setzte. Konflikte nahmen zu und die strenge soziale Ordnung geriet unter Druck. Es gab zunehmend Beispiele, die zeigten, dass einige Samurai fast genauso arm wie Bauern waren. Die Klassenaufteilung wurde unklar. Die Bürger lebten konzentriert in ca. 1700 Vierteln, sogenannten Chos oder Machis, die sich in einem Blockmuster wie aus Kyoto über 120 x 20 Meter erstreckten. Sie wurden von einer Straße geteilt, an deren Ende Wachen an Toren positioniert waren, um zu kontrollieren, wer ein- und ausging. Jedes Quartier hatte eine bestimmte räumliche und soziale Definition, die den Einwohnern half, sich leicht mit ihnen zu identifizieren. Das heißt also, wenn in einem Quartier die Handwerker und Besenmacher, in einem Quartier die Reishändler, in einem anderen Quartier die Fischhändler gewohnt haben, dann wusste man genau, welches Gebiet man aufsuchen musste. Die Menschen in diesen Quartieren teilten enge Bindungen, Pflichten und Verantwortlichkeiten in ihrer räumlichen festgelegten Nachbarschaftseinheit von drei Nachbarn gegenüber und zwei Nachbarn nebenan, den sogenannten Gonin-Gumi. Dies war die kleinste Nachbarschaftseinheit. Wenn man sich vorstellt, der direkte Nachbar gegenüber und auch meine direkten Nachbarn nebenan, das waren hauptsächlich natürlich die Stadtbewohner oder sogenannten Chonin.
der Besitzer des Landes und der Häuser die organisierten administrative Aufgaben für die Einheit, zum Beispiel die Instandhaltung für Straßen, Brandschutzung und die Brandbekämpfung. Wir hatten ja schon vorhin kurz erwähnt, dass dies eine sehr wichtige Aufgabe darstellt. Die Chonin teilten jedoch nicht nur private, sondern auch öffentliche Geschäfte, Beziehungen zu den Mitgliedern der Guningumi-Einheit und zu anderen Personen. Sie waren auf diese Weise nicht nur Geschäftsleute, sondern auch Administratoren, die sich um alle Angelegenheiten in Zusammenhang mit den Bürgern kümmerten, den Mietzimmern und so weiter. Die Chonin lebten in Gebäuden entlang der belüfteten Hauptstraße um Motodoli im Vergleich zu den Bürgern, die hinter den Matia-Häusern in gemieteten Nagayas lebten. Aufgrund des Platzmangels und da alles zu Fuß absolviert wurde, entwickelten sich die Quartiere zu kompakten und sehr dichten Clustern, was natürlich in der heutigen Stadtentwicklung einfach sehr gut ist, weil wir heutzutage einen Donut-Effekt haben, wo sich Städte natürlich viel, viel zu weit ausgebreitet haben. Das passiert, glaube ich, auch mittlerweile sehr viel in Deutschland. Der Mangel an Freiraum war typisch für die Edo-Zeit. Der größte Schwerpunkt lag auf der Ladenfront und der Vertretung des Händlerhauses. Sogar während der Meiji-Zeit lebten die Bürger in dieser weit schlecht ausgestatteten Wohnung. Und die meisten Nagaya-Cluster, oft in Einheiten von 6 Nagayas, man sieht es hier oben noch, das ist ein altes Bild aus den 1970ern, was damals noch stand. Die wurden als Armutstaschen bezeichnet, denn in der Meiji-Zeit, darauf gehen wir gleich ein, wurde es enger und enger und die Krankheiten und Epidemien verbreiteten sich viel rasanter. Brände brachen fast alltäglich aus, was diese sogenannten Nagaya-Cluster oft wirklich zu Armutsgebieten und sogar Slums entwickeln ließ. An diesen Orten lebten die Bürger unter schlechten Bedingungen, besonders bei Feuchtigkeit, da die winzigen Häuser nicht genug frische Luft und Sonnenlicht erhielten, um Kleidung zu trocknen, befanden sich neben den offenen Abflüssen, in denen menschlicher Abfall gesammelt wurde. Man kann sich das nur vorstellen, alles war offen, es war feucht, es war heiß, teilweise im Sommer und man ließ natürlich Türen und Fenster offen, um irgendwie zu belüften und der Nachbar schaute, dass die Wäsche trocken wurde oder dass natürlich kein Fremder das Haus betrat. Die Bingen und Bindungen waren sehr eng, aber natürlich waren sie da teilweise zu gezwungen. Die Menschen mussten sich an diese Lebensumstände und den Mangel an Privatsphäre gewöhnen, denn zusätzlich hatten die Nagaya nur sehr dünne Wände und wenig Platz, sodass jeder hören und sehen konnte, was der andere tat. So gab es anfangs nur eine gemeinsame Toilette. Später erhielt jedes Nagaya eine eigene Toilette, aber kein eigenes Bad, sodass die meisten Menschen zum örtlichen Sento, zum Badehaus gingen, einem zentralen Ort der Gemeinde. Dort tauschte man sich aus, dort wurde natürlich der neueste Tratsch ausgetauscht und es war wirklich ein Ort der Gemeinschaft. Die Leute teilten sich nur eine winzige Küche, sodass die Leute schließlich anfingen, entweder Essen zu bestellen oder in nahegelegene kleine Restaurants zu gehen. Vielleicht auch ein Grund dafür, dass es mittlerweile, also vor Corona auf jeden Fall, 80.000 Restaurants gab. Es wird abzuwarten sein, wie sich das nach Corona weiterentwickeln wird. Im Laufe der Zeit entwickelt sich eine spezifische Nachbarschaftsstruktur um die Nagaya herum. Nur noch wenige Häuser und typische Tatamachi-Viertel bestehen natürlich, zum Beispiel in Taito, Sumida oder Edogawa-ku in Osttokio. Und wer diese besuchen will, der sollte sich beeilen, denn diese verschwinden natürlich auch in Zeiten von Olympia rasend schnell. In späten Edo-Zeit zogen viele Bürger in Gebiete östlich des Sumida-Flusses, in denen viele neue Straßen und Viertel angelegt wurden. Aber diese wurden oft überflutet, wodurch es zu neuen Ausbrüchen von Krankheiten und Epidemien kam. Einige Bürgerviertel zogen nach Süden in die niedrigen Bereiche zwischen die Yamanote-Arme, zum Beispiel Kanagawa. Infolgedessen hatten diese Stadtteile mehr organische Formen und Straßennetze, obwohl die meisten Viertel noch im typischen Stamachi-Blockmuster, was wir aus Kyoto kennen, oder hier angegeben, auch in anderen Gebieten Nordost-Tokio noch zu finden ist, angelegt wurde. Freiflächen wurden für kommunale Einrichtungen wie Toiletten, Brunnen und kleine Schreine genutzt. Doch auch im Laufe der Zeit wurden diese zurückgebaut und mehr Platz für Häuser, die Nagaya benötigt.
Mit den zunehmenden Zahl von Bürgern, die in Edo lebten, fanden es viele Menschen ziemlich schwierig, unter solch beengten Bedingungen zu leben. Krankheiten, Epidemien waren große Gefahren. Doch dies war nicht vergleichbar mit der Meiji-Zeit, wo diese Epidemien und Krankheiten noch viel, viel schwerwiegender ausfielen. Am Ende von Edo und mit der zunehmenden Verstädterung Tokios waren neue Reformen gefragt. Und die sozialen Schichten verschwanden und die strenge räumliche Einstellung der Gunigumi-Einheiten verschwand auch, die Feuerwache und alle viele administrative Aufgaben. Was natürlich verhängnisvoll war, denn gerade der Brandschuss zeigt sich zumindest später, bis 1923, war doch sehr wichtig. Viele Jō haben ihre Verwaltungsstatus verloren und wurden in neue Stadtteile reorganisiert. Hier ein kurzer Einblick in die Zeit um 1897 in, ob das die Technik funktioniert, in Nihonbashi. Ich sehe gerade, aus irgendwelchen Gründen will dieses Video nicht spielen. Na, versuchen wir dann das nächste. Mit dem Beginn der Meiji-Zeit wurden viele Gesetze von der Meiji-Regierung erlassen, einschließlich des Endes der strengen Klassenbeschränkung. Infolgedessen verloren die herrschende Bakufu-Shogun-Regierung und die Daimyo ihren Einfluss. Die unteren Klassen blieben in Tokio, da sie keine anderen Orte hatten, an denen sie sich hätten ansiedeln können, wurden aber auch sehr arm, da die Samurai-Klasse, für die sie meist arbeiten, natürlich Tokio auch verließ. Tokios Bevölkerung fiel kurzfristig, Anfang von Meiji, unter 500.000. Viele Menschen wurden sehr arm und es wurde immer schwieriger, stabile Arbeitsplätze zu finden. Sogar Vergnügungsviertel wie Yoshiwara litten darunter, da sie viele ihrer Kunden verloren. Der Zustrom von Bauern in die Stadt und die verbleibende Zahl von Verarmten stellen die Stadt vor neue, unbekannte Herausforderungen. Denn die Anzahl der Armen wuchs rasant im Vergleich vielleicht auch zu den Reicheren. Aufgrund der sinkenden Nachfrage nach Nachboden wurde menschlicher Abfall zu einem zunehmenden Problem. Die offenen Leitungen waren ein Problem und natürlich der Abfall. An Regentagen wurden Sammelstellen überlaufen und mischten sich auf der Straße mit anderem Abwasser und Schmutz, was zu ernsthaften Problemen führte und zu großen Ausbrüchen wie Cholera und Pest. Und wir wissen ja, 1872 war die große Cholera-Epidemie-Pandemie, was natürlich, wenn man diese Lebensumstände beachtet, kein Wunder ist. Neben menschlichen Abfall stieg auch die Menge an Müll und das Fehlen eines Abfallsammelsystems verursachte neue schwere Epidemien und Krankheitsrisiken. Außerdem hatte man Angst, Brände würden schneller ausbrechen. Brandschutz wurde während Edo von jeder Nachbarschaftseinheit organisiert. Doch seit dem Ende der selbstorganisierten Nachbarschaftseinheiten und der kommunalen Hilfe wurden Brände während der Meiji-Jahre zu einem alltäglichen Problem und zu einem verheerenden Problem, denn viele Menschen hatten überhaupt kein Geld, die Häuser wieder aufzubauen. Und so waren es einfache Hütten, die natürlich schnell wieder abbrannten. Probleme wie Überfüllung, Mangel an geeigneter Ausrüstung und der Mangel an Empathie zwischen neuen Nachbarn machten die Probleme noch schlimmer. Keiner wollte dafür verantwortlich sein, dem anderen zu helfen oder sich im Brandschutz zu beteiligen. Eine weitere Herausforderung für die Stadt waren die zunehmende Armut und die sogenannten Armutstaschen. Slums, würden wir vielleicht sagen. Aber es ist auch nicht vergleichbar natürlich mit manchen Slums, die wir heutzutage kennen. Der Zustrom von Menschen, die ungelernt oder Analphabeten waren, verursachte den raschen Anstieg der städtischen Unterschicht. Toshikasu, die sich in Armutstaschen konzentrierte, die man Himinkutsu nennt, oder in den städtischen Slums von Meiji. Slums befanden sich während Meiji zum Beispiel in Chiba, Shitaya, Yotsuya. Bekannt ist da zum Beispiel Samagahashi oder Shark Bridge genannt. Darauf werde ich kurz noch gleich eingehen. Diese waren die drei schlimmsten Slums in Tokio während der Meiji-Zeit und später kam noch Sanya dazu. Ich glaube, Sanya ist einigen noch ein Begriff, weil er bis heute als heruntergekommenes Viertel, zumindest ein Viertel für Arme, bekannt ist. Sanya ist immer noch bekannt und wird oft als Doyagai bezeichnet, als Ort billiger Schlafplätze für umherziehende Arbeiter oder ähnliche Menschen. Auch war es kurzzeitig im Touristenboom in den letzten Jahren für Billigunterkünfte im Tourismusbereich bekannt.
Viele Menschen der unteren Klasse wurden als billige Tagelöhner, Prostituierte und aus anderen Schichten aufgenommen. Nakagawa berichtete in seiner Arbeit Nihon no Toshi Kaso, Japans städtische Unterschicht, ausführlich über das Leben der Menschen in dieser Zeit und forschte über den Alltag von Fabrikarbeitern, Handwerkern und anderen Bedürftigen. Matsubara berichtet in seiner Arbeit vergleichsweise, interessant, übersetzt im dunkelsten Tokio, über die schlechten Bedingungen in den Slums. Und er sagte, die Menschen würden wie Tiere in dieser Stadt leben. Sie würden dahin vegetieren. Yokoyama geht noch detaillierter auf die Beschreibung des Alltags im Samagabashi-Slum ein. Er beschreibt zum Beispiel das Leben von Rikscha-Ziehern, Jongleuren, Entertainern, Bettlern, Wanderarbeitern und anderen Tagelöhnern. Und er argumentierte, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Slums der Spiegel der gewöhnlichen Armen waren und es zeigte, wie die Stadt darum kämpfte, sich an die modernen Zeiten anzupassen. Wenn man die Stadt Tokio wirklich kennenlernen will, ich glaube, dann muss man auch dieses Buch lesen, denn die Modernisierung wurde auf den Rücken der Armen, denke ich, auch natürlich ausgeführt. Ein anderer, den ich noch kurz erwähnen will, Ishizuka, er nimmt eine ähnliche Position ein, wenn er sagt, dass während Meiji in allen Teilen der Stadt Armut herrschte, auch in unmittelbarer Nähe zur neuen Mittel- und Oberschicht. Die städtische Armut war nicht so deutlich sichtbar wie der Wohlstand der Oberschicht. Westliche Häuser befanden sich entlang der Hauptstraßen und die Wohnungen der schleifenden Armen gruppierten sich entlang der Seitenstraßen und Gassen, weg vom Hauptaugenmerk. Und fast unsichtbar vom Betrachter, der durch diese Städte lief. Dort bildeten sich Slums und so lebten tatsächlich Menschen aller Klassen in unmittelbarer Nähe, nebeneinander und miteinander. Selbst wenn sie nicht wirklich das Alltagsleben teilten. Aber in geografischem Sinne waren sie wirklich sehr nah aneinander. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts zählten 300.000 Einwohner zu den städtischen Armen und bildeten sogar die Mehrheit in bestimmten Bereichen. Der Aufstieg von Fabriken, wachsenden Ausgaben und die neue Stadtplanungspolitik zwang die Armen aus der Stadt, an den Rand der Stadt. Brände, wie das nach dem großen Kanto-Erdbeben im Jahr 1923, zerstörten die meisten Slums. Die Stadt wollte den Wiederaufbau dieser Armutstaschen genauso wie den Aufbau von Holzhäusern vermeiden, vor allen Dingen durch neue Gesundheitsgesetze und den Bau von neuen Brücken, Parks und breiten Alleen. Die städtischen Armen verschwanden aber nicht. Sie siedelten sich stattdessen in den 1920ern und 30ern am Stadtrand von Tokio. Dieses Video stoppen können. Ich glaube, ich versuche das am Ende nochmal, weil es scheint mir das wahrscheinlich einfach zu viel Daten wahrscheinlich sind. Aber da können wir gleich nochmal einen Begriff werfen. Das war ein Einblick in die Zeit von Meiji. Um die Arme zu bekämpfen, begann die Städte um 1900 die Wiedereinführung der selbstverwalteten Nachbarschaften anzustimmen. Denn diese kleinen Einheiten, die in Edo so gut funktionieren, sollten doch vielleicht wiederbelebt werden. Unabhängig von der sozialen Klasse und dem Status sollten alle Mitglieder der Nachbarschaft sich organisieren, um Krankheiten und natürlich auch Brände zu bekämpfen. Die Einheit von drei Nachbarn gegenüber und zwei Nachbarn nebenan erstreckte sich in der späten Meiji-Zeit auf ein bestimmtes Gebiet, etwas größer, um die Gemeinde zu unterstützen und bestimmte Regeln durchzusetzen. Doch dieser Top-Down-Ansatz konnte jedoch nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass dieses Shō-Quartier seine soziale, räumliche Bedeutung verloren hatte, zumindest die, die es in der Edo-Zeit besaß. Das Erdbeben von 1923 soll heute das Ende dieses Vortrags also darstellen. Ein kaiserlicher Edikt vom 12. September 1922 verlautete, Tokio soll bisher wie bisher Hauptstadt bleiben. Deshalb soll es wieder aufgebaut werden. Und dabei gilt es, nicht so altes wiederherzustellen, sondern eine neue Ordnung zu schaffen, die eine Entwicklung in die Zukunft ermöglicht. Die physische Verwüstung bestimmt die Landschaft nach der Katastrophe. 48% aller Häuser in der Präfektur wurden infolge des großen Erdbebens durch Brände zerstört.
und als unbewohnbar eingestuft. Von den 2,26 Millionen Einwohnern der Stadt wurden 1,38 Millionen durch die Katastrophe obdachlos. Kurz gesagt, die Katastrophe hinterließ eine große Masse von Menschen, die hungrig, durstig, obdachlos, arbeitslos und oft ohne Vermögen waren. Mit einem Wort, mittellos. Während die Stadt brannte und die Menschen evakuiert wurden, begannen Gerüchte wie Pfeile zu fliegen. Geschichten, dass Gruppen gesetzloser Koreaner unter anderem Feuer entfacht hätten, fanden große Anhänger, verbreiteten sich bis nach Hokkaido, 800 Kilometer von Tokio entfernt. Einzelpersonen und Mitglieder bestimmter Nachbarschaftswachsamkeitsgruppen, vielleicht auch vergleichbar mit gewissen Tendenzen, die wir in Deutschland beobachten, verwalteten sich selbst und führten Gewalt und sogar Morde aus. Die Armut nahm nach dem Erdbeben 1923 wieder zu, da viele Menschen unter den wirtschaftlichen Problemen litten. Sie wurde so schlimm wie noch nie, besonders in den Jahren 1927 bis 1933, in der sogenannten Rezessionsjahren, die natürlich die Welt in dieser Zeit beherrschten. 1930 zählte die Regierung von Tokio mehr als 400 Cluster heruntergekommener Wohnungen, insbesondere im Nordwesten der Stadt. Später wurden diese Armutstaschen auch im Süden gefunden, jedoch nicht im westlichen Teil Tokios, wo viele neue bürgerliche Wohnhäuser entstanden. Man bedenke zum Beispiel Mitaka oder andere Gebiete. Nach dem Erdbeben kehrten viele Menschen nicht zu ihren ursprünglichen Orten im zentralen Tokio zurück und siedelten sich stattdessen in den Vororten der Stadt an, zum Beispiel im Osten von Tokio, die im Laufe der Jahre so schnell wuchsen, dass Ende der 1930er mehr Menschen in der Stadt lebten als je zuvor. Ungefähr 10 Millionen Menschen. Um das Jahr 1930 realisierte die Stadtregierung von Tokio neue städtebauliche Maßnahmen, um eine bessere Müllentsorgung, Wasser- und Energieversorgung zu gewährleisten. Im Laufe der Jahre verbesserten sich die Wohnbedingungen und das relative Einkommen der städtischen Bevölkerung, einschließlich der städtischen Armen, leicht. Doch die Menschen blieben im Vergleich zu den anderen Mitgliedern der Gesellschaft arm, obwohl ein neues Wohlfahrtsgesetz eingeführt wurde, um die Gruppe finanziell zu unterstützen. Hastings schrieb in einem sehr interessanten Buch, beschrieb in einem sehr interessanten Buch das Leben der armen Menschen in diesen dicht besiedelten industriell genutzten Stadtvierteln, in denen alle Arten von sozialen Problemen beobachtet werden konnten. Sie beleuchtete aber auch, wie zum Beispiel Stadtverwalter und politische Entscheidungsträger versuchten, diese Probleme der städtischen Armen, Kinder, Arbeitslosen und Obdachlosen zu lindern. Also wer sich dafür interessiert, ich glaube, der sollte unbedingt in dieses Buch reinschauen, denn dort werden auch viele Novellen und Romane zitiert, die dieses Leben genau beleuchten. Ich möchte kurz nach einem Ausblick zu einem Schlusswort kommen, bevor ich dann nochmal versuche, die Videos zu zeigen. Wie hat sich Tokio zwischen Edo und Meiji entwickelt? Ich glaube, die Bilder zeigen ganz gut, dass natürlich die traditionelle Edo-Stadt sich in der Meiji-Zeit versucht hat, neu zu erfinden. Vor allem durch neue Technologien, durch westliche Lebensstile. Und das kann man, glaube ich, bis heute sehen. Die Stadt versucht sich in jeder Generation wieder neuen Innovationen eigen zu machen. Man sieht das, glaube ich, ganz gut hier zum Beispiel an dem Bild von Harajuku, der Hauptbahnhof oder der Bahnhof ist jetzt mittlerweile abgerissen und durch einen schnöden Neubau ersetzt worden. Oder auch hier den Tokio-Bahnhof, den man hier oben rechts im Bild sieht. Oder auch unten Tabula Rasa, Tokio 1945 und heutzutage. Man kann auch sagen, dass natürlich Tokio über die Zeit von Meiji, Taisho, Heisei, Showa, bis in die Reiwa-Zeit heutzutage wahnsinnig gewachsen ist. Das Gebiet um Kanto herum zählt mittlerweile ungefähr 36 Millionen Menschen und gilt immer noch als die größte Agglomeration der Welt. Wie hat sich dieses Leben verändert? Was ist übrig geblieben von Edo? Das ist eine sehr gute Frage. Und wenn man durch Tokio läuft, kann man viele Touristen oder auch Einheimische sehen, die in sogenannten Machi-Aluki in einem Spaziergang durch die Stadt erkunden wollen, was ist denn von Edo wirklich übrig geblieben. Interessanterweise gibt es mehrere Museen in Tokio, die an das Kanto-Erdbeben erinnern.
Die Erinnerung an das Beben von 1923 ist aktiver als viele andere Events, die mittlerweile stattfanden. Zum Beispiel erinnert der Jahrestag, der 1. September, daran jedes Jahr, dass man sich unbedingt auf ein weiteres Erdbeben vorbereiten muss, was jederzeit die Stadt heimsuchen könnte. Die Übungen sollen das Auftreten von Erdbeben stimulieren und vorbereiten und auszubilden. Im Gegensatz zu anderen Gedenktagen ist dies eine kraftvolle und aktive Gestaltung der Zukunft, die nicht an den Ort oder die Zugänglichkeit gebunden ist. Man kann also sagen, dass dieses Erdbeben, was Tokio natürlich dramatisch betroffen hat, aber natürlich auch noch andere Städte wie Yokohama, aber im ganzen Land gespürt werden kann. Im 21. Jahrhundert hat die japanische Hauptstadt sich zu einer der einfallsreichsten Metropolen weiterentwickelt. Heute werden die Besucher Tokios mit einer Kombination aus Charme, der alten Welt und einem futuristischen Wunder konfrontiert. An einem Tag können Reisende von der Gelassenheit einer traditionellen Teezeremonie zu einem futuristischen Abendessen mit Robotern wechseln. Jedes Erlebnis ist Teil des Spektrums von der modernen japanischen Kultur. Tokio wird konsequent einer als der besten Orte der Welt bezeichnet, wenn es um die Lebensqualität geht. Vielleicht nicht unbedingt Arbeitsqualität oder andere, aber zumindest den Schutz im Alltag. Seine reiche Geschichte und sein Auge für Innovation machen es auf jeden Fall zu einer der interessantesten Städte der Welt. YouTube nochmal gucken. Aber das waren der kurze Einblick in die Entwicklung von Edo zu Tokio. Ja, Frau Professor Emay, vielen herzlichen Dank für den hochinteressanten Vortrag. Wer sich interessiert für die Entwicklung Tokios, auf Ihrer Homepage haben Sie auch Ihre Bücher vorgestellt. Ein ganz neues jetzt über Yokohama. Ich glaube, die sind auch recht interessant. Wer sich dafür interessiert, kann mal gucken und die Bücher dann erwerben. Ja, Fragerunde. Wenn jemand noch Fragen an Frau Professor Emay hat, dann bitte jetzt. Und ich entschuldige nochmal das Problem mit der Technik, weil vorhin hat es funktioniert. Nein, ich glaube, man kann das einfach dann selber nochmal aufrufen. Das ist ganz interessant. Ja. Also wenn keine Fragen mehr sind, doch, die Vorsitzende von der DJG Bonn, die Frau Gander-Richter, hat im Chat eine Frage. Forschen Sie auch noch zu anderen japanischen Städten? Also kurz dazu, ich schreibe jetzt an einem neuen Buch über Yokohama in der Zeitspanne von 1923 bis 2023. Also das hat auf jeden Fall den Anfang, wo wir jetzt geendet haben, beschäftige ich im Moment mit dem Anfang. Wie hat Yokohama 1923 ausgesehen und wie hat sich es heute entwickelt? Aber auch andere Städte, Kyoto war mal Thema, Osaka war mal Thema. Aber nicht nur in der Edo-Meiji-Zeit. Also mein Schwerpunkt liegt natürlich vor allen Dingen auf der Neuzeit. Aber man muss natürlich die Geschichte kennen und es ist sehr spannend. Auch diesmal habe ich wieder viel Neues dazugelernt und ich glaube auch selbst die kleine Schwester von Tokio, Yokohama, wäre sehr interessant, weil es, glaube ich, eine viel größere Zerstörung gab und auch die Entwicklung nochmal eine ganz andere ist. Ja, vielleicht, ich hege die Hoffnung, dass wir vielleicht von Ihnen noch einen weiteren Vortrag mal vielleicht bekommen im Herbst oder im nächsten Jahr, vielleicht über Yokohama oder die Weiterentwicklung Tokios, das wäre bestimmt spannend. Ja, auch die vielleicht im Wettbewerb miteinander. Hier steht noch eine Frage, ob ich über die Entwicklung im Ausland forsche. Es gibt ein Buch, also da hinten sieht man es auch, es gibt ein Buch zu den asiatischen Entwicklungen. Also das beinhaltet Seoul, das auch durch die Partner, die Forschung mit Partneruniversitäten haben wir dann Bangkok beleuchtet, Peking beleuchtet, Shanghai, Taipei, was fällt mir noch ein, Hanoi. Ja, das waren also die Hintergründe. Ich glaube, Stadt ist sehr spannend, weil es dort immer zu Konflikten kommt, die Pandemien sich anders auswirken. Das Land Japan hat natürlich auch nicht nur Städte, es hat natürlich auch große Landstriche, aber ich glaube, dieser Dialog zwischen Stadt und Land und auch der internationale Dialog heutzutage, wie sich eine Stadt dann weiterentwickelt und wie sie auch natürlich von anderen Städten beeinflusst wird, ist eine ganz spannende. Und ich muss sagen, Ostasien hat da
sehr viele Beispiele zu bieten, die wir vor allen Dingen im Vergleich betrachten. Wir beschäftigen uns vor allen Dingen mit der Gentrifizierung und auch der Umwandlung dieser Gebiete in den letzten Jahren. Aber ich glaube, dazu ist es ganz wichtig zu wissen, wie die Historie aussieht. Hier eine kurze Frage von Thomas Hein. Gibt es eine Organisation, die die Gemeinden um die Stadt mit der Stadt zusammen zur Stadtplanung zusammenfasst? Ich glaube, ich verstehe die Frage nicht ganz. Also, die Gemeinden und die Stadt mit der Stadt zusammenfasst. Also es ist, glaube ich, nicht wie im deutschen Sinne, dass man die Gebiete sind natürlich top-down regiert. Das heißt, die Regierung selber gibt meist an, zum Beispiel in der Vergangenheit gab sie an, was wie gemacht werden soll. Aber seit den 1980ern und einem neuen Gesetz kann man selber entscheiden, zum Beispiel Kyoto hat entschieden, dass es seine Matthias schützen will und man hat dann eigene Distriktgesetze ausgearbeitet. Natürlich, wenn Sie mit Metropolregion München meinen, die Kanto-Region ist natürlich eine große, aber da ist ja auch immer die Frage, welcher Politiker hat da welches Interesse und wer hat das Geld? Und ich glaube, man sieht es am guten Beispiel jetzt von den Casinos, der Geschichte der Casino-Ansiedlung in Japan, dass sich verschiedene Gebiete drum beworben haben. Yokohama hat sich drum beworben und Tokio. Und es wird nur eine Stadt kriegen. Also der Wettbewerb zwischen den Regionen und zwischen den Präfekturen ist natürlich der eine. Aber wenn man in dieser Region lebt, wissen Sie auch, dass Sie ganz einfach von Kanagawa nach Tokio und dann weiter nach Shiba fahren und oft gar nicht merken, dass Sie sich in einer anderen Präfektur befinden. Also der Großraum Tokios oder die Agglomeration, die globale Ausbreitung dieser Stadt ist natürlich wahrscheinlich viel größer als die 23 Bezirke. Aber ich glaube, dafür haben wir jetzt nicht so viel Zeit, um auf diese sogenannte stadtplanerische Definition einzugehen, weil das ist nochmal eine ganz andere. Wird aber auch in meinem Buch abgehandelt, dass man verschiedene Perspektiven einnehmen kann, um zu sagen, was ist denn eigentlich Tokio? Ist das das Tokio oder das Tokio? Ist natürlich eine ganz schwierige Sache. Ne? Kurze Frage. Ob bekannt ist, was den Kaiser in der Meiji-Zeit zur Anpassung an den Westen motivierte, waren es vor allem wirtschaftliche Beweggründe, hat der Kaiser selbst westliche Länder besucht. Das ist natürlich eine weiterführende Frage. Interessant ist hier, ich glaube, dass natürlich dem Druck, der da herrschte, das Land zu öffnen, keiner mehr etwas entgegensetzen konnte. Ja, also ich glaube, interessant ist hier zu sagen, dass natürlich der Shogun zwar die Macht in dieser Zeit hatte, aber mehr und mehr an Macht verlor. Der Kaiser gewann an neuer Macht und der junge Kaiser fühlte sich natürlich wahnsinnig inspiriert von dieser neuen Kultur, den Waffen und wahrscheinlich auch dieser Macht, die er dadurch ausüben kann. Selber ist interessant, dass zum Beispiel nach der Öffnung des Landes in den 1870er und 1880 viele westliche Vertreter das Land besuchten, die Bevölkerung aber selber darauf nicht vorbereitet war. Das heißt, viele hatten nie den Boden, also das ein anderes Land besucht und selbst wenn der Kaiser wollte, dass man westliche Gesandte aufnahm, war es trotzdem das doch eher oberflächliche Omotenashi, dass man sagte, ja, schön, dass Sie jetzt da sind, aber wie lange bleiben Sie denn? Ich glaube, das ist bis heute so das Verhältnis, dass Ausländer sind willkommen, aber vielleicht nicht für immer. Und ich glaube, die Beweggründe des Kaisers waren natürlich wirtschaftlicher Seite, aber auch politisch. In der Weltmacht, also die Weltmacht Japans, die natürlich dann auch zu verschiedenen Kriegen in der Zeit geführt hat, darauf bin ich jetzt nicht eingegangen. Ich glaube, politisch kann man sich selber nochmal Meiji-Restauration und die Geschichte darauf eingehen, welche Kriege da mit China und Russland geführt wurden, weil es heute vor allen Dingen um die Kleinstnachbarschaft und das Leben in Tokio gehen sollte. Wenn es darum nochmal gehen sollte, kann man natürlich die japanische Entwicklung, wirtschaftliche Entwicklung, Geschichte nochmal komplett von der anderen Seite beleuchten. Aber ich glaube, der Kaiser war vielleicht auch in vielerlei Hinsicht, würde ich sagen, naiv. Der hat versucht, das Land umzuwandeln, wirtschaftlich, politisch. Er wollte eine Neuerfindung der Stadt, deswegen ist er ja auch nach Edo gezogen. Aber ich glaube, die Menschen selber konnten sich das eigentlich gar nicht leisten. Der Alltag war von so vielen Problemen bestimmt, dass das ein frommer Wunsch war, der eigentlich sehr abgeschnitten war von dem richtigen Alltagsleben. Ich glaube, ein ganz guter Vergleich ist, wenn man Abe-san fragt, wie viel kostet denn eine Milch? Und er kann nur mit einem relativ vagen Wagenpreis kommen, der eigentlich nichts mit der Relativ zu tun hat.
Ja, Tippfehler gibt es einige. Ich glaube, das hat aber mit der Übersetzung zu tun, weil das Buch in Englisch erschienen ist und ich alles für den Vortrag aus dem Englischen wieder ins Deutsche rübergenommen habe. Sind die Kurbeln auf Viertelentwicklung entstanden? Ich glaube ja. Also wenn Sie darauf eingehen wollen, dass die Edo-Quartiere in der Zeit an den Toren von gewissen Leuten bewacht wurden und dann auch abends geschlossen wurden und man natürlich auch beobachtete, wer ein- und ausging, da kann man schon sagen, dass diese Form der Nachbarschaftsauslegung des Layouts auf jeden Fall ein Vorläufer der Kurbeln ist. Denn man sieht ja heutzutage noch viele Kurbeln an bestimmten Vierteln und an bestimmten Ecken. Und ich glaube, die Anzahl war damals noch viel höher als eigentlich heute ist. Dann gibt es noch, wie gesagt, also wenn da Nachfragen kommen, ich bin auch jederzeit für Tipps dankbar, wenn Sie da Fragen haben zu gewissen Jahreszahlen, das werde ich gerne korrigieren. Aber wie gesagt, im Buch sollte das eigentlich alles korrekt sein. Wahrscheinlich habe ich dadurch das Abtippen auch verschiedene Sachen wahrscheinlich dann nicht mit den 100% ausgeführt. Wenn weitere Fragen noch kommen zur Nachbarschaft, da kann ich eigentlich nur sagen, ich glaube, die Videos sind ganz spannend. Ich kann die Links auch weiterleiten, aber ich glaube, wenn man einfach Edo Tokyo googelt, dann findet man ganz gut diese Videos, die zeigen, wie damals das Leben aussah. Interessant ist auch noch zu erwähnen, dass natürlich durch die Verwestlichung um 1868 diese Technik natürlich auch wirklich dann präsent war, weil man wollte festhalten, wie sich die Zeit auch in Fotos, vor allen Dingen Edo, wie sich dann rasend schnell Tokio verwandelt hat. Und ich glaube, das sieht man auch ganz gut an dem Beispiel von Ginza und den Rikschas und den Pferdekutschen, die kurzzeitig präsent waren, aber dann schon schnell durch Straße und Eisenbahn ersetzt wurden. Ja, wunderbar. Also war alles hervorragend. Und die Videos, die kann man sich selber herunterladen. Das ist die genau. Ja, dann vielen herzlichen Dank. Mhm. Ihnen noch einen schönen Samstagabend und ein schönes Wochenende und bleiben Sie gesund. Ja. Genau. Und wenn Fragen sind, dann kann man ja auch jederzeit per E-Mail Kontakt aufnehmen. Ne? Vielen Dank für Ihre Einladung. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Mhm.